Tag. Mein Vater sagt, dass Sie noch Fragen hätten. Ja, ich möchte Sie natürlich nicht belästigen. Ich hörte, Sie haben geschlafen. Nein. Ja, sie schläft ja nicht. Sie ruht sich aus. Sie liegt und es ist immer noch die Reise, die Klimaumstellung. Ja. Würdet ihr uns mit Irene allein lassen? Ja, ich habe ja aber schon gesagt, dass es um einen jungen Mann geht, der da plötzlich gestern aufgetaucht ist. Und sie hat keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Naja, wie du willst. Dann gehen wir mal raus, obwohl ich keinen Sinn darin sehe. Kommen Sie, setzen wir uns. Wir haben gestern mit Frau Palmer gesprochen. Ja, ich habe schon gehört. Frau Palmer war gestern Abend noch hier, nicht wahr? Ja. Ja, es hat Sie sehr beeindruckt, wie Sie versucht haben, Ihrem Freund zu helfen. Es gibt Leute, die von dort gesund zurückgekommen sind. Pucher nicht. Nein. Er hat immer wieder geglaubt, dass er es schaffen könnte. Ich weiß es. Ich war dabei, ich habe das miterlebt. Was für eine Qual es war. Ein Kampf, von dem sich ein anderer, ein Gesunder, keine Vorstellung macht. Er hat mir unendlich leid getan. Als Sie ihn verlassen haben, hatten Sie den Kampf aufgegeben. Ja.